einem neuen Video. Ich habe schon wieder denselben Pulli an. Okay, jedes Mal habe ich denselben Pulli an, wenn ich drehe. Aber okay, keine Ahnung warum, aber er ist gewaschen, keine Sorge. Ja, ich dachte mir, ich mache jetzt wieder mal spontan die Kamera an, denn ich habe zwei Pakete bekommen und die wollte ich zusammen mit euch auspacken, beziehungsweise ich habe sie schon ausgepackt, weil ich hatte gestern keine Zeit, das hier irgendwie zu drehen und sowas, und deswegen habe ich das eine schon ausgepackt, aber eins kam auch gerade noch, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Und zwar geht es um H&M, denn ich habe bei H&M online bestellt und ich habe jetzt hier zwei kleine Pakete, aber ich bekomme nächste Woche noch ein ganz großes H&M-Paket, wo auch ganz, ganz viele Sachen drin sind, und das werde ich dann einfach hier an dieses Video dran schneiden oder in zwei Teile teilen, wie auch immer, je nachdem, wie lang dieser erste Teil hier ist. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach, was ich bestellt habe. Wir fangen am besten mit dem kleinen Paket hier an. Und zwar sind da ein paar Badesachen drin und noch eine Hose. Und zwar habe ich mir eine High-Waisted Jeans Shorts bestellt. Und ich muss auch sagen, dass ich die schon anhatte. Ich wollte die eigentlich mit euch hier alles das live testen. Aber wie gesagt, ich hatte gestern keine Zeit, um ein Video zu drehen. Deswegen, ja, habe ich schon angeprobiert. Aber das ist auf jeden Fall diese Hose hier. Die ist, ja, die sieht so aus und die ist, wie gesagt, high-waisted. Sieht zwar so eigentlich im ersten Moment nicht so high-waisted aus, aber das ist sie auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, die ist so ein bisschen Boyfriend-mäßig. Also sie heißt direkt High-Waist Shorts, aber sie ist so ein bisschen Boyfriend-mäßig, wenn ihr die anhabt. Das bedeutet, sie ist an den Oberschenkeln nicht extrem eng, sondern hinten so ein bisschen abstehender, also so ein bisschen lockerer halt. Und das finde ich sehr, sehr gut und die werde ich auf jeden Fall behalten, weil, ja, die sitzt auch mega gut. Und dieselbe Hose habe ich mir nochmal in Schwarz bestellt und das Paket kam vorhin an. Wie gesagt, das habe ich nur aufgeschnitten, aber noch nicht reingeguckt. Dann habe ich eine Bikinihose. Und zwar ist das auch eine High-Waisted-Bikini-Hose, denn ich suche einfach mal noch eine richtige High-Waisted-Bikini-Hose, die wirklich richtig passt. Weil es sind einfach alle immer so komisch und so eng und so, weiß ich nicht. Und ja, jedenfalls ist das diese hier. Ich glaube, ich muss die Helligkeit doch nochmal ein Stück runterstellen. Jetzt habe ich heller gestellt, okay. Ja, das ist diese hier, die ist in so einem blau-weiß gestreift und an den Seiten hat sie dieses Muster, also solche Bänder. Die kann man auch auseinanderziehen oder enger ziehen, je nachdem, wie man das haben möchte. Und ich muss sagen, die ist wirklich sehr, sehr schön. Passt auch eigentlich ganz gut. Ich bin mir aber ein bisschen unsicher, ob ich sie mir vielleicht nicht doch nochmal eine Nummer größer bestelle. Leider habe ich nicht daran gedacht, das einfach zu machen, als ich die zweite Bestellung aufgegeben habe, aber egal. Aber ja, jedenfalls sieht die so aus. Die zeige ich euch jetzt, glaube ich, nicht eingeblendet, weil das ist mir dann doch too much. Aber jedenfalls sieht die so hier aus. Und ja, ist auch sehr, sehr schön und kostet übrigens, ich weiß immer gar nicht, wie viel die Sachen kosten, weil das steht ja irgendwie nicht an den Schildern dran, nur auf der Rechnung. Aber die High-Waist-Shorts hat 15 Euro gekostet und diese Hose auch 15 Euro. Und passend dazu habe ich mir auch das Oberteil bestellt. Und da bin ich mir auch noch nicht so ganz schlüssig, ob ich es behalten soll. Und zwar sieht das Oberteil so hier aus. Das ist auch wirklich, wirklich schön. Und es hat ja an der Mitte auch solche Schnürungen. Sieht eigentlich wirklich sehr, sehr süß aus. Aber ich bin mir noch so ein bisschen unschlüssig, weil das Oberteil hat auch 15 Euro gekostet. Und ich weiß noch nicht. Aber es sieht auf jeden Fall auch wirklich sehr, sehr schön aus. Mich nervt nur dieses Gebimsel hier. Ja, aber sieht auf jeden Fall wirklich cool aus. Und dann kommen wir schon zu dem letzten Teil dieses kleinen Paketes. Und zwar ist es auch nochmal ein Bikini-Oberteil. Das ist hier drin. Allerdings kann ich das schon mal nicht empfehlen, weil, ja, das werde ich euch gleich zeigen. Das sieht auf jeden Fall so hier aus. Ist auch wirklich richtig süß mit diesem rosa-weiß gestreiften. Sieht wirklich so, so süß aus. Kostet 10 Euro. Und das Problem hieran ist einfach, wie man vielleicht sieht, hier sind überhaupt absolut keine Polster drin. Und das bedeutet, man sieht einfach alles durch.
Deswegen kann ich euch den auch nicht angezogen einblenden. Und ja, das ist leider sehr, 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 sehr schade, weil dieses Oberteil so süß aussah. Aber ja, man sieht leider alles durch und das kann ich dann doch nicht anziehen. Deswegen frage ich mich, wer das anzieht, aber okay. Aber auf jeden Fall sieht das so aus. Sehr, sehr süß. Und dann habe ich ja, wie gesagt, gerade noch ein Paket bekommen. Und da ist dieselbe High-Waisted Shorts in Schwarz drin. Ich hoffe, dass sie genauso gut sitzt wie die andere. Ich habe die, wie gesagt, noch gar nicht aufgemacht. Ich mache das erstmal hier auf. Und das ist, wie gesagt, dieselbe und nur in Schwarz. Weil Schwarz passt meistens besser zu allem, aber so sieht sie aus. Sieht man die richtig? Ja, ist auch so ein bisschen Boyfriend-mäßig, wie gesagt. Und ist auch höher geschnitten, aber finde ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, wie gesagt, sie passt genauso wie die andere. Hat auch 20 Euro gekostet und ja, das ist auf jeden Fall diese Hose hier. Und ja, das war jetzt erstmal die erste Ausbeute meines H&M Hauls. Wie gesagt, nächste Woche bekomme ich noch ein Riesenpaket und das werde ich dann entweder in einem zweiten Video zeigen oder in diesem Video hier noch. Das werde ich mal sehen. Aber das war jetzt erstmal die erste kleine Mini-Ausbeute. Aber wie gesagt, nächste Woche kommt ein Riesenpaket und da habe ich sehr, sehr zugeschlagen. Und da bin ich mal gespannt, wie die Sachen so sind. Und dann sehen wir uns jetzt entweder im nächsten Video wieder oder es geht einfach gleich weiter, nur dass ich was anderes anhabe. Hello zu dem zweiten Teil meines H&M Hauls. Entweder das ist jetzt ein extra Video oder ich habe es noch ein bisschen mit dran geschnitten. Keine Ahnung, auf jeden Fall denke ich mal, dass dieser Teil sehr, sehr lang werden kann. Ich habe jetzt natürlich was anderes an, habe glatte Haare und dunklere Haare und ja, es ist jetzt eine Woche später und ich habe gestern mein riesen H&M-Paket bekommen. Und zwar ist das alles hier in diesem riesen Beutel drin. Und ja, ich habe mir etliches bestellt. Das meiste habe ich mir fast, oder ich habe mir fast alles im Sale bestellt. Also ist alles sehr, sehr günstig gewesen. Und ja, ich dachte mir, ich zeige euch das einfach mal. Ich werde dann heute noch schauen, was ich behalten werde, was ich zurückschicken werde. Und wir legen jetzt los mit dem zweiten Teil eines H&M Hauls. Ich ziehe jetzt einfach wahllos aus der Tüte raus und habe hier zuerst das hier. Ich habe natürlich gestern die Sachen schon ausgepackt und geschaut. Und ja, da haben wir zuerst dieses Oberteil hier. Das ist einfach ein Crop Top. Und da muss ich leider schon sagen, dass es leider zu groß ist, denn ich weiß nicht, ob man das hier vielleicht sehen kann, aber die Ärmel hier, die sind so riesig, das sieht leider sehr, sehr doof aus. Ich zeige euch natürlich die Sachen hier angezogen, aber leider werde ich das wohl zurückschicken müssen, weil das ist einfach leider viel zu groß. Ich glaube, die Sachen haben alle so um die 2-3 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch ein Bikini-Oberteil bestellt und das war auch leider irgendwie ein Fail. So, das Oberteil ist einfach unfassbar süß, aber das Problem bei Bikinis ist einfach, wenn sie kein Polster haben und ich sehe das auf den Bildern nicht und ich lese mir auch meistens nicht durch, was da steht. Das Bikini-Oberteil sieht so aus, also das hat hier so Blumenmuster, eigentlich sieht das wirklich sehr, sehr süß aus, aber das Problem ist einfach, dass, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das schon sehen kann, dieser Stoff ist wirklich dünn. Erstens, wie gesagt, sind keine Polster drin und dieser Stoff ist so dünn, also der ist wirklich so, so dünn, das sieht so komisch aus, wenn man den anhat. Den zeige ich nicht angezogen, aber weil das kann ich nicht zeigen. Ja, der Stoff ist einfach viel zu dünn irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde es sehr, sehr schade, weil das Oberteil wirklich süß ist, aber das kann ich einfach nicht tragen, weil dieser Stoff ist so dünn, das ist fast wie so eine Spitzenunterwäsche. Die, oder so eine Reizunterwäsche passt, ja. So dünn ist das. Und das ist leider sehr, sehr schade, aber sonst ist es sehr süß.